Moin, moin, meine Lieben. Ja, wie ihr im gestrigen Video schon erfahren habt, war ich letzte Woche bei der lieben Biggie vom Kanal Zuckerhase Spielwiese in Holland zu Besuch. Und Holland ist ja nun mal das Paradies des Action. Und natürlich waren wir auch unter anderem im Action. Wir waren aber auch noch in einem holländischen Bastelladen und bei Sustene Grene und bei Teddy. Und ich zeige euch das hier einmal in einem Video. Und ich würde gerne anfangen mit den Sachen vom Action. Und damit das Video nicht zu lang wird, fange ich auch direkt an und sammle nicht so viel. Ich habe auf jeden Fall zweimal mir dieses Schneidebrett mitgenommen. Das kostet 3 Euro beim Action. Und alleine für die Klingen lohnt sich das. Und ich werde auf jeden Fall ein zweites auch noch hier behalten und eventuell das andere mit zur Arbeit nehmen, damit ich da arbeiten kann damit. Dann habe ich mir neue Lineale besorgt, und zwar kriege ich schon seit Ewigkeiten in den deutschen Actions keine Metalllineale mehr, und die kosten 35 oder 40 Cent, also die sind spottgünstig, und da habe ich mir jetzt einfach 3 Stück direkt mitgenommen. Ich mag die super gerne, wenn ich mit einem Cuttermesser schneide, weil man hier in dieser Rille gut festhalten kann und trotzdem noch viel Platz zur Schneidekante hat, und da habe ich mir jetzt 3 Stück direkt mitgenommen. Dann habe ich entdeckt dieses wunderschöne Papier. Ich liebe ja immer so diese marmorierten Hintergründe. Jetzt muss ich mal eben schnell ein Messer hier rauskramen, um das aufzuschneiden. Und das ist halt super geeignet für so Kartenhintergründe. Und deswegen habe ich mir den jetzt doch nochmal mitgenommen. Das Papier ist nicht ganz so fest, aber ja, hat wunderschöne Hintergründe. Also hier so grau marmoriert, dann so bläuliche Hintergründe, grün, orange, lila und so ein Cremefarben. Also in 5 verschiedenen Farben. Es gibt 6 verschiedenen Farben, 36 Blätter, also jedes Design 6 Mal. Und ja, das kann man eben super nutzen, um Hintergründe zu gestalten. Dann habe ich bekommen Marble Sticker foliert. So, das wird jetzt mit dem Licht gleich wieder spannend. Obwohl ich ja jetzt mit meiner neuen Lampe filme. Ich hoffe von daher, dass das besser ist. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen so Washi-Tape-Papier, beziehungsweise ja, so ein Sticker in 15x15, den man sich dann zuschneiden kann. Und hier habe ich so schwarzen Marmor mit Gold foliert. Und dann hier so weißen Marmor. Ja, dann so weiß-bunten Marmor und einmal so gräulich-bräunlichen Marmor. Genau, da sind aber 4 verschiedene Designs drin. A10 Blatt, nee, nicht 10 Blatt, sondern 10 Blatt insgesamt. Haben wir dann 5 Designs? Habe ich was übersehen? Moment. Zweimal die, ah ja, guck mal. Zweimal diesen hier. Zweimal diesen hier. Zweimal den. Zweimal grau. Zweimal schwarz. Und den schwarzen finde ich besonders schön. Jetzt kullere ich mir hier das Messer schon wieder rein. Achso, das war vielleicht auch gar nicht so falsch, weil das brauche ich wieder. Ja. Also da gab es ganz, ganz viele verschiedene Ausführungen von den Blöcken. Ich habe jetzt insgesamt nur 3 mitgenommen. Ich denke, das reicht mir. Hier haben wir dann nochmal mit Gold foliert. So rosa. Das ist wunderschön. Das ist so türkiser Marmor. Hier auch nochmal so grünlich, aber eher. Dann hier so blau-grau. Und nochmal so ein weißer. Ja, und dann gab es diese Sorte mit Silber foliert. Und da ich ja Silber eigentlich lieber mag, habe ich mir den natürlich auch noch mitgenommen. Die anderen silberfolierten Blöcke, das waren dann andere Muster, die mir nicht so gut gefallen haben. Deswegen habe ich die dann da gelassen. Weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir ja auch alles genügend eigentlich. Ja, hier haben wir so einen blau-lila Ton. Also in der Kamera sieht er zwar blau aus, aber ich würde es eher als lila einstufen. Hier haben wir so Grünton. Das ist so ein richtig schönes Blau, so ein Meeresblau. Dann hier so ein Farbverlauf von rosa zu hellblau. Und hier eben dieses Rosa. Und den finde ich eben besonders schön, weil der mit Silber foliert ist. Dann habe ich ein paar der neuen Stanzen gekauft. Also es gab jede Menge, aber ich habe nicht alle gekauft. Hier ist einmal der V, mit dem habe ich euch ja gestern schon eine Memory Dex Karte gezeigt. Genauso wie von dieser Monstera.
das sowieso der beste Stanze ever ist. Auch damit habe ich schon eine Memory Dex Karte gemacht. Dann haben wir hier so ein bisschen was zum Thema Hintergrund. Also da oben sieht man das dann, wie das ausgestanzt aussieht. Glaube ich, kann ganz, ganz cool aussehen. Muss ich mal gucken, was ich daraus mache. Und hier so ein, ja, Blumenmond mit dem Schriftzug Moon. Also da oben sieht man dann, wie das ausgestanzt aussieht. Da hat eine Packung in Holland 2,29 Euro gekostet. In Deutschland haben wir festgestellt, kosten 2,39 Euro. Sind also 1 Euro teurer. Dann habe ich mir so einfache Stanzen von Sternchen und Luftballons mitgenommen. Für je 99 Cent. Nicht so spektakulär. Dann hat die liebe Biggie für mich gefunden, eine solche Sprühflasche. Ich hatte mir vor gar nicht so langer Zeit eine neue gekauft, eine blaue. Und jetzt gab es die in lila, da musste ich sie nochmal mitnehmen. Die habe ich super gerne gefüllt mit Wasser hier am Basteltisch, wenn ich mal eben was sauber machen muss. Oder auch, wenn ich zum Beispiel für diese Farbpigment-Powders Wasser brauche. Dann habe ich noch zwei Stanzen, und zwar so kleine gab es noch. Ich glaube, die haben 67 Cent gekostet. Hier einmal so ein Mobile, das fand ich super süß. Und hier nochmal eine Pfauenfeder. Ja, dann war ich ja lange auf der Suche nach den Aquarell-Metallic-Farben. Die habe ich in Holland endlich gefunden. Die beiden übrigen Farben, die mir noch fehlten. Und zwar einmal diese Kupfer, Bronze, Silber, Rost, Gold, Champagner. Und die waren jetzt auch noch im Angebot für 79 Cent statt 1,16 Euro. War natürlich mega. Und dann nochmal dieses Farbspektrum von Weiß, Champagner, Hellpink, Lila, Roségold und Limette. Ja, habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich die endlich bekommen habe. Und dann habe ich noch weiße Acrylfarbe aus der Kinderabteilung mitgebracht. Oder Plakatfarbe nennt die sich. Da werde ich mal testen, wie gut die ist. Die hat 89 Cent gekostet und übrigens in Deutschland kostet die auch 99 Cent. Also ist der holländische Action ein Ticken günstiger. Das war's jetzt vom Action. Ich räume jetzt einmal hier alles weg, mache Platz und dann geht's weiter mit Systeme Grene. So, dann geht's hier weiter mit Systeme Grene. Und wir fangen erstmal an mit dem, was ich immer als letztes kaufe. Nämlich kurz vor der Kasse kommen da so die Süßigkeiten und da gibt es finnische Salzlakritzstange und anders und klares finnische Superheuler-Lakritzriegel. Die esse ich super gerne. Ich glaube, die kosten 88 Cent oder so. Und dann nehme ich mir immer zwei Stangen mit. Und ja, ich liebe Lakritz über alles. Und das ist super leckeres Lakritz. Ich finde sowieso, dass dänisches Lakritz das Beste ist. Und deswegen packen wir es mal gleich weg. Dann habe ich mir ein Radiergummi mitgenommen. Für 20 Cent. Fand ich total süß mit dem Systeme Grene Logo in Rot. Dann habe ich gefunden hier so schwarzes Juteband. Das fand ich total cool. Ich liebe ja so Kordeln und Bänder und so sowieso. Und für 1,09 Euro gab es jetzt 55 Meter schwarzes Juteband. Und deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Dann habe ich für 1,39 Euro mir diese Buchklemmen gekauft. Das ist so ein schöner lila Ton. So lila Aubergine geht das schon. Und davon sind 6 Stück drin und deswegen habe ich mir die einfach einmal mitgenommen. Dann habe ich mir so einen kleinen Sticky Noteblock, also so Post-its, also so eine Papierrolle oder ja so ein Papierblatt mitgenommen. Das hat gekostet 1,40 Euro, aber das fand ich ganz süß, das möchte ich verschenken. Und zu guter Letzt habe ich bei Systeme Grene noch diesen Papierblock mitgenommen in den Maßen 20x20. Und zwar, weil diese wunderschönen Kirschpapiere da drauf waren. Und die finde ich ganz cool. Und ja, auch die übrigen Papiere kann man natürlich super nutzen. Und deswegen habe ich den für 2,08 Euro auch nochmal mitgenommen. Also, so. Wirklich nicht viel, was ich bei Systeme mitgenommen habe. Aber ein bisschen war es doch schon. Ich räume das jetzt mal eben wieder zur Seite und hole das nächste auf den Tisch. Und dann geht's weiter. So, ich bin wieder da und wir fangen an mit einer Stanze, die ich aus dem holländischen Bastelladen, Hobby, ich würde es zu Deutsch wahrscheinlich Wilkens aussprechen, aber ich will mich da nicht festlegen. Wenn ich dazu was finde, verlinke ich euch das in der Infobox.
Ansonsten ist das hier nicht eine wunderschöne Stanze. Die ist von Joycrafts und hat beinhaltet so eine Tasse und eine Teekanne und zwei Teetassen. Hier hinten kann man sehen, dass es auch noch diese Etagere mit den Muffins und so ein Doily geben würde aus der Serie. Ich habe diese Stanze bei Biggie und Birgit gesehen und musste die auch direkt haben. Und im Bastelladen dort hat die jetzt 7,65 Euro gekostet. Dann habe ich mir für den Frühling, für die Osterzeit, für 3,40 Euro so süße kleine Küken gekauft. Die fand ich mega niedlich und habe die einfach mal mitgenommen. Achso, und aus der Reihe gab es auch noch Hasen, die hat sich die Birgit gekauft. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her getauscht. Hier kommen dann die Vögelchen, die habt ihr schon auf meinen Memory Decks Karten gestern gesehen. Für 6,25 Euro sind das so drei kleine Vögel und der Zweig dazu. Und dazu gibt es auch noch mehr aus der Serie, aber mir haben es halt die Vögel besonders angetan. Die finde ich richtig klasse. Dann habe ich noch eine Stanze gekauft. Und zwar ist das diese hier. Das ist so ein herbstlicher Rahmen. Da kann man es sehen. Also das sind Bäume, da unten stehen Pilze, da ist ein Hase, da krabbelt ein Eichhörnchen hier hoch. Ja, das gab es auch für quadratische Karten, aber ich fand das für A6 Karten schöner. Und habe das für 8,95 Euro gekauft, das habe ich mir mitgenommen. Finde ich mega schön und da werde ich im Herbst definitiv was bebasteln. Ja, dann habe ich diese wunderschöne Schablone gekauft. Die hat 3,99 Euro gekostet von Dutch Dabadoo. Und wer das Gewinnauslosungsvideo gesehen hat, weiß natürlich, dass ich davon eine Karte von der lieben Biki vom Kanal Zuckerhase Spielwiese bekommen habe. Und die hatte sie mir natürlich ja am Mittwoch schon gegeben. Und als wir dann donnerstags in den Bastelladen waren, musste ich diese Schablone mir auch kaufen, weil ich das eine so tolle Idee fand. Ja, und habe sie dann auch mitgenommen. Dann habe ich mir eine Schablone für einen Marienkäfer mitgenommen. Auch den finde ich super schön. Der hat gekostet 4,10 Euro. Natürlich durfte das Maritime nicht fehlen. Ich habe mir eine Karte für eine Bootskarte im quadratischen Format ist die dann mitgenommen. Die hat gekostet 4,75 Euro. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert, wie das sich zusammensetzen lässt. Auf jeden Fall freue ich mich schon wahnsinnig, diese Karte auszuprobieren. Dann habe ich für das Thema Baby, habe ich mir so einen Body mitgenommen, mit dem man dann eine Karte basteln kann. Das fand ich eine richtig coole Idee. Und ich glaube sogar, die Biggie hatte den auch schon mal gebastelt und da hatte ich mir den angeguckt. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Das waren so viele Schablonen, die Biggie hat und ausprobiert schon hat. Ja, 4,75 Euro hat auch diese hier gekostet und habe ich dann auch noch mitgenommen. Ja, und dann habe ich noch Papiere gekauft. Zum einen habe ich hier dieses Halloween-Papier gekauft, das brauchte ich. Das hat 4,99 Euro gekostet, ist von Joycrafts und ja, kann man die Muster so ein bisschen erkennen. Ja, also da ist viel mit Spinnen und Geistern. Ich packe es doch nochmal eben kurz aus. Achtung, das knistert jetzt aber. So. Also ein Papier von den Fledermäusen habe ich schon benutzt, deswegen sind da nur noch zwei drin. Ansonsten hat man immer drei Papiere. Auf der Rückseite sind Sternchen. Und dann haben wir hier dieses karierte Muster dreimal und auf der Rückseite so Chevron. Hier einfache Streifen und auf der Rückseite Spinnen. Aber das sind süße Spinnen. Die sind so Comic gezeichnet. Und hier Orangen mit schwarzen Punkten. Und auf der Rückseite Geister, die Bu sagen. So, das haben wir einmal. Ich packe das jetzt später ein. Ich lege das hier einfach nur so hin. So, damit das hier nicht so viel geknistert ist. Dann habe ich mir für 4,75 Euro dieses Papier mitgenommen. Und zwar, weil es dieses Monstera-Motiv hat. So, ich hole das auch mal eben kurz raus. Da sind noch ein paar Restpapiere drin, weil ich damit schon gebastelt habe.
So. Also gleich mal gucken. So rum. Ja, da ist einmal dieses Papier hier drin. Das ist noch zweimal da, weil ich das schon einmal benutzt habe. Auf der Rückseite hat das solche Blüten. Dann haben wir dieses Papier hier mit verschiedenen Blüten und auch zwischendurch so ein Flamingo. Und auf der Rückseite nochmal so großen Monstera-Blättern und anderen Blättern mit Flamingos. Ja, dann hier dieses wunderschöne Monstera-Papier. Und auf der Rückseite voilà, so ein Farn. Dann haben wir dieses Papier, ist einmal falsch rum drin, dieses Papier dreimal. Und auf der Rückseite haben wir so ein ganz schlichtes, gemustertes Rosa. Ja, auch das, wie gesagt, sehr, sehr schön. Und damit habe ich eben auch schon gebastelt. So, auch das schmeiße ich jetzt mal eben hier rüber, das packe ich gleich ein. Und dann konnte ich nicht an diesem Papier vorbei. Und ihr seht schon die schönste Seite. Die schönste Seite ist nämlich hier schon direkt hinten. Joycraft Hydranea. Naja, ihr seht ja, wie das heißt. Auf jeden Fall alles mit so... nee, Hibiskus nicht. Ja, die Wortfindungsstörungen sind wieder da. Hortensia, genau, Hortensia. Also auch hier immer die Papiere dreimal. Auf der Rückseite ganz viele Hortensien. Dann hier so weißes mit lilanen Blümchen. Und auf der Rückseite wieder ganz viel Blüten. Dann hier so ein zartes Muster in Rosa. Und auf der Rückseite, so sieht man das gleich besser, ja. Rosane Blüten mit so ein bisschen Schrift versetzt. Und dann das hier, das finde ich schon sehr schön. Aber die Rückseite ist natürlich der Knaller. Ja, und an das Papier habe ich mich verliebt und deswegen musste das mit. Genau. So. Das war es auch damit. Jetzt kennt ihr das Prozedere. Ich räume einmal weg und dann gibt es die letzten Sachen vom Teddy und dann haben wir es auch geschafft. So, da bin ich wieder. Und jetzt kommt der letzte Hall-Teil-Abschnitt, wie auch immer, vom Teddy. Und zwar haben die gerade deutschlandweit in allen Teddys nachreduziert. Und es gibt viele Artikel zum 10-Cent-Preis. Und ja, da waren wir natürlich auch vorbei und haben ein bisschen was mitgenommen. Ich habe mir diese Styropor-Sterne hier besorgt. Das ist ein Zweierpaket. Die haben früher mal 1,50 Euro gekostet, sind jetzt für 10 Cent gewesen. Und da habe ich die einfach zweimal mitgenommen. Und auch für 10 Cent diese Styropor-Schneeflocken fand ich super. Habe ich auch nochmal mitgenommen. Dann waren hier so kleine Mini-Christbaumkugeln auf Draht. Und sowas mache ich gerne irgendwie an Geschenk mit ran oder so. Und für 10 Cent habe ich die jetzt einfach mitgenommen. Das fand ich super. Ja, dann gab es hier solche Holzklammern mit dem Kürbis drauf. Und da ich ja so ein Halloween-Fan bin, hat die liebe Birgit natürlich gleich gesagt, hier Nadine, die musst du mitnehmen. Und ja, die habe ich auch mitgenommen, weil für 10 Cent fand ich das einfach unschlagbar. Dann gab es hier so ein kleines Beutelchen mit acht Holzsternchen. Eigentlich war das mal ein 9er-Set laut Schild. Aber gut, für 10 Cent, ja, sind einfach so Holzsterne. Da werde ich mal gucken, was ich daraus mache. Und für den Preis kann man ja nun wirklich nichts sagen. Ach, das sind auch noch 9. Ich habe mich eben verzählt. Ne, das sind 9 Holzsterne. Dann gab es für 10 Cent noch diesen Folienluftballon mit dem Buchstaben P, den ich für einen Kindergeburtstag jetzt gerade nutzen kann. Der durfte deswegen auch nochmal mit. Für 55 Cent hatten die diese Blöcke, die früher 2 Euro gekostet hatten, mit Weihnachtspapieren. Da habe ich einen in so grünen Papieren nochmal mitgenommen. Ich blätter den hier einfach mal eben nebenbei im Schnelldurchlauf durch. Ja, wie gesagt, für 55 Cent habe ich den jetzt mal mitgenommen. Es gab noch ganz viele andere Blöcke, aber
Ich habe so viel Papier, dass mir der ein Block gereicht hat. Und aus der regulären Bastelabteilung habe ich noch zweimal Sticker mitgenommen. Einmal die Lama-Alpaka-Version, die aber ein Geschenk ist. Und Marienkäfer. Das sind so Filz-Sticker. Ne, steht nicht drauf. Steht nur Sticker drauf. Aber die fühlen sich halt so ein bisschen an wie Filz. Aber ich mag total gerne Marienkäfer. Und ich dachte jetzt im Frühling, einfach mal um so einen Umschlag zu verzieren, da kann einen kleinen Käfer mit drauf zu setzen, nehme ich sie mal mit. Ja, und damit ist meine Tasche jetzt wirklich leer. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es ist nichts mehr drin. Ich habe euch jetzt alles gezeigt, was ich in Holland und umzu eingekauft habe. Und das war ja nur auch eine ganze Menge. Ja, aber die Zeit da war wunderschön. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bei Biggie für ihre Gastfreundschaft bedanken, die mich da wirklich die ganzen Tage total lieb umsorgt hat. Und das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Das war genug zu sehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.